Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Martin Strube. Ich bin 42 Jahre jung. Ich bin in der Bürgerinitiative Feldstadt Beton mit dabei und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und organisiere auch da Supermarkttermine mit dabei, um einfach die Öffentlichkeit, die regionale Öffentlichkeit hier vor Ort zu informieren, was die Stadt Frankfurt hier plant mit dem Neubaugebiet. Und ich möchte einfach gerne mal ein paar Worte dazu verlieren, warum das so eine Herzensangelegenheit ist, bei dem Projekt mit dabei sein zu dürfen. Und ich bin in der Nordweststadt aufgewachsen. Damals war mein Naherholungsgebiet die Wiesenau. Das kennen die wenigsten unter dem Begriff. Die meisten kennen das nämlich unter dem Begriff Riedberg. 1990 haben sie angefangen, dann die Wiesenau zuzubauen. Dann war mein Naherholungsgebiet fort. Und heute leben dort 16.000 Leute. Ich bin jetzt vor 5 Jahren nach Oberursel-Waskirchen gezogen und bin sehr dankbar und froh, dass es dieses Gebiet gibt, weil ich es fast täglich nutze. Ich bin Jogger, ich bin Radfahrer, ich bin Inlinefahrer. Ich nutze das Gebiet täglich und bin einfach, ja, sehr froh, dass wir diesen Ausgleich haben dürfen. Ich bin vor 5 Jahren bin ich nach Oberursel gezogen, von Frankfurt-Bräungesheim aus, und habe mich ganz bewusst hierfür entschieden, weil ich einfach die Natur liebe. Ich bin sehr naturverbunden und ich liebe im wahrsten Sinne die frische Luft, die wir hier oben haben. Die Stadt Frankfurt möchte uns jetzt dieses Gebiet nehmen. Da sind wir überhaupt nicht von begeistert.